Die Stimmung an den Märkten wird immer euphorischer. Nur der Dauerbär Fugmann, der bleibt skeptisch und sagt, er macht bei dieser Rallye nicht mit. Er spielt einfach nicht mit. Und da muss man sich schon fragen, was ist mit dem Kerl eigentlich los? Ist das der Karl Lauterbach der Börse? Also einer, der immer warnt und mahnt und sagt, es kommt ganz, ganz schlimm. Das will ich in diesem Video durchaus selbstironisch auch mal ein bisschen beleuchten. Karl Lauterbach, wir kennen und lieben ihn alle geradezu hymnisch. Und Lauterbach gilt ja, wie gesagt, als Warner, als Mahner, der immer wieder gesagt hat, kommt alles ganz schlimm, er ist in seiner Cassandra-Rolle gefangen, wie hier ein Titel lautet in einem Artikel. Jetzt muss man natürlich verstehen, Karl Lauterbach hatte durchaus ein Motiv, diese Rolle einzunehmen, denn er war derjenige, der früh gemahnt hat. Dann kam diese Corona-Welle. Lauterbach selber hat erzählt, dass er in den USA mit einem anderen Wissenschaftler gesprochen hat und ihm gesagt hat, dass da dieses Coronavirus aus China, das wird in die ganze Welt kommen. Sein Gesprächspartner, auch ein Forscher, hat dann sofort sein ganzes Portfolio abverkauft. Das war eine gute Idee. Jedenfalls ist durch Corona und das Mahnertum von Karl Lauterbach er selbst natürlich wichtig geworden. Er war noch nie so bedeutend in der deutschen Öffentlichkeit wie eben zur Hochzeit von Corona. Das heißt, er hatte irgendwie ein inneres Motiv natürlich für diese Mahnung und Warnung, weil das ihm ja immer wieder Bedeutung verliehen hat. Das war dann immer sofort auch eine Medienmeldung. Ich bin natürlich ein ganz kleines Licht im Vergleich zu Karl Lauterbach und muss sagen, es ist nicht gerade einfach und angenehm, sich gegen den bullischen Mainstream zu stellen. Davon hat man nichts. Diejenigen, die jetzt sagen, Fugmann, du Dauerbär, sollte es so kommen, wie ich erwarte, nämlich, dass die Märkte nicht mehr allzu viel steigen, sondern dann relativ deutlich fallen. Die würden dann einfach verschwinden, die würden dann von der Bildfläche verschwinden und wenn dann wieder was nach oben geht, dann kommen die alle wieder, während ich mich zweimal hier vor die Kamera schleppe pro Tag und eben da mein Gesicht hinhalte ein Stück weit, aber weiter im Text schauen wir uns die Dinge mal an, warum ich dieser Rallye skeptisch gegenüberstehe. Ich empfehle grundsätzlich sowieso immer das Gegenteil von dem zu tun, was ich sage, und ich sage jetzt einmal etwas Außergewöhnliches. Ich offenbare so ein bisschen meine Trading-Position, die ich derzeit habe, nicht Investitionen, das ist ein strikter Unterschied und das ist auf jeden Fall nicht nachzumachen durch Sie, das möchte ich klar betonen. Ich bin im Nasdaq jetzt Short, ich bin im DAX ein bisschen Short, ich bin Gold Short und ich bin Euro-Dollar Short. Das mal vorab gesagt, Sie können sich das jetzt anhören, was ich sage und genau das Gegenteil tun. Und ich kann total auf die Nase fliegen und Sie könnten total erfolgreich mit dieser Haltung sein. Das wird sich zeigen, aber ich versuche jetzt einfach mal meine Gründe nochmal kurz zusammenzufassen, warum ich dieser Rallye skeptisch gegenüberstehe. Und das erste Argument ist die Qualität dieser Rallye. Schauen Sie sich mal an, was jetzt im Grunde seit Ende Dezember, seit dem 30.12. richtig gut gelaufen ist. Hier sehen wir zum Beispiel Goldman Sachs Retail Sentiment Basket, also so diese Lieblingsaktien von Privatinvestoren, Meme-Aktien, was da alles dazugehört, nicht profitable Tech-Unternehmen, die am meisten geschorteten Aktien. Also da ist jetzt nicht gerade irgendwie die Substanz so maßlos gestiegen, sondern es ist so ein bisschen wie, naja, 2020, als die Fed eben massiv Liquidität in die Märkte hatte fließen lassen und dann eben vor allem nicht profitable Tech-Unternehmen massiv gestiegen sind. Meine zweitbeste Freundin Cathie Wood konnte davon profitieren. Wir sehen, dass eben hier besonders diese rein spekulativen Elemente besonders stark gestiegen sind. Das ist der erste Punkt. Hier sehen wir nochmal zum Beispiel eine Tesla 46%, ARK Innovation 27,5%. Wir haben auch die Situation, und das ist vielleicht, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen einen kleinen Teil dieses spekulativen Hypes, dass zwar die Zinsen gestiegen sind in den USA, die Banken, aber das an ihre Kunden nicht weitergeben. Das ist ähnlich wie in Deutschland, da ist es ja auch relativ so, dass man im Prinzip nach wie vor kaum Zinsen bekommt, allerdings eben die Banken durchaus Zinsen vereinnahmen, und möglicherweise ist es eben so, dass das, was jetzt massiv wieder nach oben geflogen ist, wie 2020, natürlich nicht ganz so krass, jetzt vielleicht eine gute Short-Gelegenheit ist oder zumindest eine Gelegenheit, das mal zu verkaufen, wie John Talt aus Margin Call. Wir werden an die willigen Käufer alles verkaufen, vielleicht werden wir dann überleben, so seine Aussage, und man
man hat das Gefühl, naja, wo ist eigentlich der fundamentale Grund für diese Rallye? Ist es jetzt so, dass die Berichtssaison super ist? Nein, das ist sie nicht. Sie ist jetzt keine Katastrophe, sie ist eher mäßig, sagen wir es mal so, wenn man die Dinge so zusammenfasst bisher. Und solche Situationen, die schaffen letztendlich Anreize, vor allem für diejenigen, die nicht investiert sind, jetzt in den Markt zu gehen. Die werden reingesogen in diesen Markt. Wir haben das ähnlich im August gehabt. Da war eben auch eine solche Bärenmarkt-Rallye, die sich dann als solche eben wieder rausgestellt hat. Und es gibt eben auch diesen geistigen Widerspruch, der irgendwie nicht zusammenpasst. Auf der einen Seite erwarten die Märkte ein Soft Landing, aber gleichzeitig ein Pivot der Fed, also die Fed soll die Zinsen senken und die Wirtschaft wird nicht in eine schwere Rezession fallen. Das ist eben dieses von mir beschriebene Goldilocks-Szenario. Alles super gut, alles wunderbar. Wir haben jetzt die Situation, dass wir so knapp über dem 200-Tages-Durchschnitt beim S&P 500 sind. Der ist sehr stark beachtet natürlich, aber wir haben diese Situation schon öfter gehabt und es ist jedes Mal wieder zurückgegangen. Muss es diesmal so sein? Nein, muss natürlich nicht, aber es ist eben ein Rückblick auf die Vergangenheit. Was hat sich seit damals geändert? Ist die Fed jetzt dabei, schon Zinsen zu senken? Ist die Wirtschaft jetzt so, dass man sagt, es fliegt alles durch die Decke? Warum entlassen so viele Unternehmen, vor allem zunächst mal aus dem Tech-Bereich als Frühindikator, Mitarbeiter? Offenkundig, weil sie ja fürchten, dass ihre Marge schlechter wird. Diese Entlassungswelle in den USA, die wird jetzt immer mehr auch und greift jetzt schon immer mehr auch auf die konventionellen Unternehmen über. Dazu gleich mehr. Und einfach mal so ein bisschen vielleicht auch Qualitätsaspekte. Der Russell 2000 ist ein in den USA sehr beachteter Index von Nebenwerten. Das ist praktisch der vierte große Index, den es in den USA gibt, neben S&P 500, Nasdaq und Dow Jones. Und hier sehen wir, dass in den 90er Jahren 15% der Firmen in diesem Index praktisch keine Gewinne erzielten. Jetzt sind es 40%, und wenn dieser Trend so weitergeht, dann werden es bald 50% sein. Das heißt, da ist viel Junk, da ist viel Schrott, da ist sehr viel Spekulation, dass das alles schon irgendwie funktionieren wird. Und die entscheidende Frage ist eben, warum sollte die Fed die Zinsen senken, wenn wir wirklich ein Soft Landing haben? Aber irgendwie wollen die Märkte den Kuchen essen und ihn trotzdem behalten. Also die Fed wird umsteuern, aber wir werden trotzdem ein Soft Landing sehen. Wir sehen, dass die Fed normalerweise in einer Rezession dann mit einer leichten Verzögerung durchaus ja die Zinsen senkt. Das ist das, was die Märkte ja bereits einpreisen, und die Financial Conditions, die brauchen, bis sie sich dann wirklich durchs System wälzen. Das ist das eine. Und wenn man sich mal die historische Entwicklung anschaut, nämlich was ist passiert, als die Fed aufgehört hat, die Zinsen anzuheben, als es sie noch nicht gesenkt hat, aber eben auch nicht weiter angehoben hat. Von diesem Augenblick sind die nächsten Monate historisch für die Aktienmärkte nicht so richtig gut gewesen. Kann auch diesmal wieder alles anders sein, aber das ist natürlich schon eine gewisse Indikation. Wir haben heute die US-BIP-Daten bekommen, die waren besser als erwartet, 2,9% statt 2,6%. Interessant auch der GDP-Price-Index, das ist der sogenannte Preisdeflator, auch höher mit 3,5% statt 3,2%. Personal Consumption etwas schwächer, aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, um den es hier geht, wie das Mouthpiece der Fed heute gezeigt hat, Nick Timiraos, der gesagt hat, okay, es gibt einen Maßstab für die Nachfrage in der US-Wirtschaft. Und Paul und Konsorten haben ja immer wieder gesagt, ja, das, was wir wollen, ist die Nachfrage nach unten zu bringen, damit wir die Inflation in den Griff bekommen. Denn Inflation ist das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Also versucht die Fed letztendlich mit Zinsanhebungen unter anderem Liquidität zu verknappen, damit auch Nachfrage nach unten zu bringen. Und wenn wir uns die BIP-Zahlen mal anschauen und zum Beispiel solche Dinge wie Lagerhaltung rausrechnen, Inventories zum Beispiel oder Ausgaben der Regierung, die fließen alle ins BIP mit ein. Also wenn die Biden-Regierung Geld ausgibt, dann ist das Wachstum, BIP-Wachstum. Wenn ein Unternehmen die Lager voll macht, praktisch Lageraufbau betreibt, dann zählt das als Wachstum, ist aber eben keine Nachfrage, sondern ist eben nur Lageraufbau. Gleichwohl eben ist das ein Bestandteil des BIPs. Und wir sehen, dass jetzt hier eben die Nachfrage weiter gestiegen ist um 0,2% im letzten Quartal 2022, aus dem ja die heutigen BIP-Daten stammen.
Das wird die Fed sehr stark beachten. Und vor allem haben wir dann die Initial Jobless Claims gesehen, also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, 186.000, wieder unter der 200.000er Marke. Die Continuing Claims waren etwas über der Erwartung. Wir haben auch vergleichsweise ordentliche Durable Goods gesehen, also die Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter. Aber wichtiger für die Fed ist eben der Arbeitsmarkt. Und hier sehen wir mal den 4-Wochen-Durchschnitt der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, und der ist das erste Mal seit letztem Mai unter der Marke von 200.000. Das Signal, das für die Fed von diesen Daten ausgeht, ist, der Arbeitsmarkt ist nach wie vor extrem eng. Und solange der Arbeitsmarkt eng ist, gibt es eben Lohndruck. Und dieser Lohndruck droht dann eben eine Lohnpreisspirale auszulösen. Deswegen sagt Mohamed El-Erian, ja, das wird die Fed sehr, sehr aufmerksam verfolgt haben, was da heute an Daten gekommen ist. Wir hatten auch die Immobiliendaten aus den USA, Verkäufe neuer Häuser. Die sind um und bei ausgefallen wie erwartet, aber wir sehen da schon natürlich eine gewisse Abkühlung, 26% zum Vorjahresmonat. Aber natürlich, die Fed achtet sehr stark auf den Arbeitsmarkt, achtet sehr stark natürlich auch auf die sogenannten Financial Conditions, die jetzt lockerer sind als vor der ersten Zinsanhebung durch die Fed. Das sagt Mr. Spock, that's highly illogical, Captain. Und das wird die Fed wohl auch genauso sehen und nicht gerade gerne sehen. Deswegen sagt Lance Roberts, also je höher oder je laxer jetzt diese Finanzkonditionen werden, diese Financial Conditions, umso mehr dürfte Powell wie einst im August, als er kurzfristig nochmal seine Rede für Jackson Hole umgeändert hatte aufgrund der Rallye, umso kiebiger dürfte gewissermaßen dann eben auch die Fed sein. Deswegen sagt Mohamed El-Erian, ja, haut doch mal wieder einen raus, hebt die Zinsen um 50 Basispunkte an, damit ihr wieder so ein bisschen die Kontrolle bekommt über diese Animal Spirits, über diese tierischen Instinkte, könnte man sagen, die derzeit wieder an den Märkten der Fall sind. Man will kaufen, man will FOMO, man will sozusagen die alten Zeiten wieder haben, als die Fed eine ultralaxe Geldpolitik gemacht hat, aber das ist derzeit ja nicht der Fall. Hier sehen wir mal das, was ich vorhin angesprochen habe, nämlich jetzt auch Dow Chemical hat jetzt 2000 Jobs gestrichen, 5% der Belegschaft. Heute Morgen ja hat SAP gesagt, dass man 3000 Stellen abbauen wird. Wir sehen, dass die globalen Smartphone-Lieferungen zweistellig einbrechen. Wir sehen also schon durchaus global gesehen, vor allem in einem wichtigen Sektor, das könnte ein wichtiger Indiz auch für die Apple-Zahlen sein, die bald kommen, dass da wirklich so langsam die Luft rausgeht, dass das schwieriger wird, das konjunkturelle Umfeld verschlechtert sich, aber auf der anderen Seite haben wir eben aus Sicht der Fed diese Stärke nach wie vor im Arbeitsmarkt, haben nach wie vor eben auch starke BIP-Zahlen, da ist nach wie vor sehr viel Nachfrage eben vorhanden, und ich hatte vorhin gesagt, ich bin zum Beispiel Euro-Dollar-Short in meiner Trading-Position. Warum? Weil eben der Dollar jetzt stark überverkauft ist insgesamt, und Indikatoren zeigen aus meiner Sicht, ja, das ist subjektiv, dass hier die Luft jetzt bald sehr, sehr dünn wird. Das alles muss natürlich mit einem Risikomanagement und entsprechender Positionsgröße und eben auch einem Bewusstsein eines Zeithorizonts gemacht werden. Da werde ich oft missverstanden zwischen kurz-, mittel- und langfristig. Das ist eine Geschichte, die ich spekulativ spiele, ebenso wie eine Short-Position jetzt in Gold, eben weil der Markt überhitzt ist, weil praktisch RSI, alle Dinge sind da schon ziemlich am Anschlag, und das ergibt aus meiner Sicht dann ein sehr ordentliches Chance-Risiko-Verhältnis. Das kann schief gehen, gar keine Frage, und dann kriege ich die Häme natürlich in den YouTube-Kommentaren. Sei es drum, das nehme ich in Kauf und verweise jetzt noch auf eine andere Geschichte, nämlich wir sehen jetzt, dass Pakistan auf der Kippe steht. Die brauchen dringend einen IWF-Kredit. Die Rupie ist auf Rekordtief. Das Land hat kaum mehr Währungsreserven, und das heißt, man ist bald zahlungsunfähig. Und Pakistan ist eins der Opfer, das durch unsere Politik mit entstanden sind. Wir kaufen jetzt alles zu allen Preisen für an Flüssiggas. Dadurch kommt Pakistan kaum mehr zum Zuge. Stromausfälle etc. sind dort die Regel. Und das ist etwas, was durchaus in Pakistan und in anderen Ländern wahrgenommen wird. Das wird bei uns nicht berichtet. Aber das wird uns auf die Füße fallen. Das ist nicht gerade etwas, was uns beliebt macht. Denn wir wissen genau, wie es geht. Wir schalten ja unsere Atomkraftwerke ab, aber aus Frankreich nehmen wir es sehr gerne. Jetzt hat ja gestern der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, der ja selber ein Grüner ist, gesagt, ich bin sehr froh, dass wir AKW-Strom aus
Frankreich bekommen. Da hat Jan Fleischhauer sarkastisch kommentiert, wie auch der Immobilienmakler sagt, Lage, Lage, Lage. Und wir haben das Glück der Nachbarlage zu Frankreich. Und deswegen muss jetzt der Scholz hier auch zu Macron ganz nett sein, gell? Sonst haben wir bald ein Problem. Die Franzosen exportieren wieder Atomstrom zu uns. Und zwei Hinweise noch, meine Damen und Herren. Flash Crash. Am Dienstag gab es ja bei vielen Aktien, über 200 Aktien, gab es einen Flash Crash. Da gab es Schwergewichte, die bei Handelsbeginn plötzlich mehr als oder zweistellig im Minus waren. Manche auch zweistellig im Plus. Wurden dann vom Handel ausgesetzt. Hier eine Erklärung, wie das Ganze passiert ist. Faktisch läuft das darauf hinaus, dass einer irgendwie vergessen hat, am Abend einen Schalter zu drücken. Das ist die These dieser ganzen Geschichte. Das ist zumindest das, was die New Yorker Börse sagt. Finde ich etwas merkwürdig. Wenn das stimmt, dann zeigt das, dass ein ganzes Finanzsystem letztendlich daran hängen kann, dass irgendein Arbeiter, der an der New York Stock Exchange oder in Chicago in diesem Fall am Start ist, irgendwie einen Knopf drückt oder nicht. Das hinterlässt viele, viele Fragezeichen. Sehr lesenswert. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Mal was Bullisches, meine Damen und Herren. Die Deutsche Bank sagt, der S&P 500 kann bis Ende März noch 12% zulegen wegen Positionszwang. Also zwei Empfehlungen. Ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus und Ciao.